Herzlich willkommen zu meinem heutigen Wochenvideo. Heute geht es um die sogenannte Kreuzimpfung. Also wenn man erst zum Beispiel einen Vektorimpfstoff bekommen hat, sowas wie von AstraZeneca, und dann einen mRNA-Impfstoff, also sowas wie von Moderna oder BioNTech, Pfizer, dann ist die WHO zurzeit noch der Meinung, dass es völlig unklar ist, ob es zu einem ausreichenden Impfschutz führt. Und Malta hat zum Beispiel eine solche Doppelimpfung als nicht vollständig geimpft bezeichnet. Doch was hat es damit auf sich und was ist eigentlich noch in der Pipeline, was demnächst kommen kann? Bleiben Sie dran! Hamburg meldet am 14.07. um 16.16 Uhr, dass die Kreuzimpfung, also der Mix aus zwei verschiedenen Corona-Impfstoffarten, Vektorimpfstoff gegenüber mRNA-Impfstoff, nicht zu einer guten Immunreaktion führen würde. Zumindest gäbe es darüber keine Studien. Und daher halten sie sich zurück und Malta hat gesagt, ja, also wenn das so ist, dann erkennen wir auch jemanden, der als voll geimpft gilt, laut internationalem Impfpass, dennoch nicht an. Was ist zu erwarten? Normalerweise sollte eigentlich eine Kreuzimpfung zu einem besseren Impfschutz führen. Wir wissen ja, bei dem Vektorimpfstoff wird sozusagen die Information mit dem Bus, also dem Adenovirus, in den Körper gebracht. Es wird dann sozusagen darin verpackt, der Fahrgast, sozusagen die Information für den Bauplan der Spike-Proteine an der Oberfläche der befallenen Zelle importiert. Dann muss dieser Teil der Erbinformation in unsere Erbinformation übertragen werden und die Organellen müssen letztendlich aus diesem Zellkern diese Erbinformation wieder herauslesen. Wir müssen die Exons und Introns rausarbeiten. Am Ende haben wir eine Messenger-RNA, die wir selber gebaut haben. Und die wird dann wiederum abgelesen von den Ribosomen. Und wir produzieren dann an der Oberfläche der mit dieser Erbinformation behafteten Zelle die Spike-Proteine. Dann haben wir hier die zwei Spike-Proteine, aber die Zelle hat natürlich auch noch ganz viele andere Erkennungsmerkmale, wie sie innerhalb unseres Körpers dazugehört. Wenn jetzt das Immunsystem erkennt, oh, da ist eine Zelle, die hat dieses Spike-Protein, die gehört hier nicht hin und diese Zelle vernichtet, dann ist diese Zelle tot und die damit mit dieser Erbinformation befallene Zelle kann nicht weiter Zellen mit Spike-Proteinen bauen und dann wäre diese Immunreaktion zu Ende. Also dieser Reiz dafür. Wenn blöderweise das Immunsystem nicht so richtig hinguckt und sagt, ach, immer wenn das Spike-Protein zusammen mit diesem oder jenem ist, oder vielleicht ist das Spike-Protein gar nicht so wichtig, sondern die anderen Sachen sind auch von Bedeutung, besteht die Gefahr einer Autoimmunerkrankung. Und das ist das, was man vermutet, wenn Antikörper gegen diesen Plättchenfaktor 4 gebildet werden und der dann zu diesen Thrombosen führen kann. Die bekanntesten davon sind ja die Sinusthrombosen. Andererseits gibt es dann möglicherweise auch kleine Mikrodurchblutungsstörungen oder Entzündlichkeiten, wie wir sie im Zusammenhang mit Herzmuskelentzündung ja auch schon kennen. So, und dann ist im Grunde genommen diese Immunreaktion oder das, was wir an Impfung gesetzt haben, vorbei. Wenn unsere Antikörper, die hier gebildet werden, weil sie das Spike-Protein erkennen, die Zelle, die das exprimiert, nicht abtöten, baut die natürlich immer weiter irgendwelche Spike-Proteine. Und das sehen wir natürlich bei dem echten Infekt auch. Und da ist ja der Anstieg der Dedimere und das Organversagen durch Mikrodurchblutungsstörung oder auch im schlimmsten Fall durch große Thrombosen im Grunde genommen der größte Risikofaktor, neben der Situation, die ich ja schon erzählt habe, dass wenn ein Virus die Lungenschleimhaut erreicht, es eben lange dauert, bis sich dort die Immunantwort bildet und dass dann natürlich die Anzahl der Viren, die abzutöten ist, so groß ist, dass es zu einer überschießenden Immunantwort kommen kann. Und das ist dann der Zytokinsturm, der sozusagen so gefährlich ist, dass es eben den Tod zur Folge haben kann. Und weswegen ja die moderne Medizin versucht, das dann zu limitieren, um möglichst frühzeitig, vielleicht auch sogar schon mit Antikörpern gegen das Virus zu arbeiten, also Passivimpfung zu machen, geht natürlich nur an Universitäten, um das zu verhindern. So, die andere Impfung, der mRNA-Impfstoff,
ist ja etwas, wo wir diese Auftragsleistung bitte an der Zelloberfläche Spike-Proteine produzieren, direkt nanoverkapselt geben und wo dann eben sehr schnell und sehr intensiv auch tatsächlich diese Antikörper gebildet werden. Die Nebenwirkungen dieser verschiedenen Impfstoffarten sind ja einmal über die Autoantikörper erklärt und zum anderen ist man sich da nicht so ganz sicher, was es ist. Also wenn man zum Beispiel die Myokarditiden hernimmt, die ja die FDA jetzt auch anerkennt, die auch die WHO jetzt anerkennt und beschreibt, die auch jetzt in dem Beipackzettel sozusagen dabei sind, genauso wie die Autoantikörper gegen die Plättchenfaktor 4 Variante, dann gibt es ja auch eine Reihe von Patienten, die nach der Impfung eine deutliche Müdigkeit verspüren, die zum Teil auch relativ lange anhält. Und das ist ja auch bekannt bei einem Infekt mit dem echten Virus, wo man ja von dem sogenannten Post-Virus-Infekt oder Post-Virus-Syndrom oder auch Long-Covid-Syndrom spricht. Und dazu gibt es auf Arte einen ganz interessanten Videobeitrag über 52 Minuten, wo sich Frau Professor Scheibenbogen, eine Professorin auch noch aus München und auch ein Mikrobiologe und Virologe der Julius-Maximilian-Universität in Würzburg äußert und sehr gute Zusammenhänge zu dieser Mikrodurchblutungsstörung und zu dem Freisetzen von MikroRNA, der Bildung von Autoantikörpern und der Zerstörung von Mitochondrien in gesunden Zellen in einem Zeitfenster von 12 bis 48 Stunden darstellt. Und das erklärt dann möglicherweise auch, warum diese Viruserkrankung zu solch nachhaltigen Schwächesymptomen führen kann. Und insofern empfehle ich Ihnen, auf diesem Arte-Sender die rätselhafte Krankheit, myalgische Enzephalitis und chronisches Fatigue-Syndrom durchaus mal zu schauen. Und ich möchte Ihnen nochmal einen ganz tollen Lichtblick am Himmel der Forschung zeigen, denn in dem Videobeitrag bei Arte ist letztendlich genauso wie in dem Podcast-Beitrag von Radio 1 von einer Substanz, einem Adaptamer BC007 die Rede. Und das ist eigentlich etwas, was Autoantikörper wegfangen kann, etwas, was dazu beiträgt, dass die Mikrodurchblutung besser wird beim Herzen und was man jetzt beforscht als Nasenspray. Und dieses als Nasenspray eingenommen soll dazu führen, dass die Coronaviren gar nicht mehr eindringen können in die Nasenschleimhaut. Es greift eben bewusst auf den blutgerinnungshemmenden und mikrotrombenverhindernden Adaptamer BC007 zurück. Und da bin ich ja ganz guter Hoffnung, dass wir in absehbarer Zeit auch hier noch eine Erweiterung unserer Schutzmaßnahmen, wie wir sie ja vorher mit den Alginaten zum Beispiel haben, den Carrageen-Kombinationen in Nasensprays, die ja auch so eine physiologische Schutzwand auf die Nasenschleimhaut setzen, jetzt auch noch eine immunologische Schutzwand setzen können. Und vielleicht ist es auch das, wo in dem Spiegelbeitrag die israelischen Forscher dran sind, worüber ich ja vor einigen Wochen schon im Video kurz berichtet habe. Also, wir werden mit Corona leben müssen und wir werden uns intelligent weiterentwickeln und wissen, wie wir uns schützen können. Bleiben Sie gesund und bis nächste Woche.